Eurer Majestäten, der König und die Königin. Kürzlich las ich in einer Pariser Zeitung, diese Frau ist ein Wunder, ein Geist, Eleganz und Wohlwollen. Und wer war gemeint? Sie, Majestät. Man sollte das Volk aufrufen, gegen seinen König, gegen seine Fürsten. Das käme Ihnen recht, Herr vom Schein. Eine Volkserhebung, wegen eines Feiglings. Sie haben dich einen Feigling genannt, Fritz. Die Verantwortung. So ein Mensch darf der eigentlich regieren. Und das ist es auch, warum wir unserem jetzigen König und Herrn so dankbar sind. Er liebt den Frieden. Vor allem aber hat er uns das Beste und das Schönste ins Land gebracht, was weit und breit zu finden war, unsere liebe Königin Luise. Und darum zu ihrem... Husch! Es war herrlich, ich danke Ihnen. Ein Ländler! Wer sind Sie denn überhaupt? Hier kann doch nicht einfach jeder reinrennen und den König und die Königin... Na, zum Donnerwetter muss ich dir denn sagen, wer ich bin? Tapfer! Ihr Luise! Luise, ich darf Sie nicht lieben. Jedenfalls... darf ich es nicht zeigen, nicht einmal Ihnen. Aber dass Sie mir viel bedeuten, das muss ich Ihnen sagen. Alexander, ich werde immer an Sie denken. Nun, wie findest du die beiden? Die Frau's bezaubert. Ja, ja. Was die da oben mit uns machen, was? Weil sie nicht hungern und nicht frieren müssen, deshalb werden sie übermütig. Und unser eins muss es dann ausbaden. So, Charlottchen, gute Nacht. Gute Nacht, Mutti. Gute Nacht, Karlchen. Schlaf schön. Gute Nacht. Sie sind eine wunderbare Frau. Ich werde einige Bedingungen ändern. Woran liegt Ihnen besonders?